Wir grüßen unsere Gäste zum Erntefest in der Kooperation Lars. Diesen Tag im Kreis Oschatz wollen wir miterleben lassen. Erwartungsvolle Stimmung in den Vormittagsstunden des 17. Oktober 1987 vorm Kulturhaus. Der Vorsitzende unseres Kooperationsrates und der LPG Pflanzenproduktion Lars, Siegfried Burkhardt, nimmt das Wort. Liebe Genossenschaftsbauern und Arbeiter, werte Gäste, liebe Bürger, im Auftrage des Kooperationsrates darf ich Sie alle zu unserem Meeting anlässlich unseres ersten gemeinsamen Erntefestes der Kooperation Lars ganz herzlich begrüßen. Mit großer Freude begrüßen wir eine Delegation des Zentralkomitees der SED, geleitet vom Mitglied des Politbüro und Sekretär des Zentralkomitees, Genossen Werner Felbe. Unser herzlicher Gruß gilt unserem Minister für Land, Forst und Nahrungsgüterwirtschaft, Genossen Bruno Lietz. Nun heißt Horst Schumann, erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig, die Gäste herzlich willkommen. Lieber Genosse Werner Felfe, liebe Genossin Margarete Müller, lieber Genosse Bruno Lietz, liebe Freunde und Genossen. Es gehört bereits zu einer bewährten Tradition in unserem Bezirk Leipzig, die erfolgreichsten Getreideproduzenten, die 60er, wie sie sich selbst nennen, zu ehren. Er dankt uns allen, den Genossenschaftsbauern und Bäuerinnen unseres Bezirkes, den vielen fleißigen Helfern, vom Studenten bis zum Soldaten, dass wir trotz der ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Ernte einbrachten. Vorwärts, liebe Freunde und Genossen, mit neuen Ergebnissen zum Ruhme unserer Deutschen Demokratischen Republik. Und nun Glückwunsch und Anerkennung für die 20 LPG und VEG unseres Bezirkes, die in diesem Jahr 60 Dezitonnen Getreide je Hektar und mehr erzielten. Die Agronomin Silke Hesse überreicht nach bäuerlicher Tradition Werner Felfe, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, symbolisch die letzte Garbe. Liebe Freunde und Genossen, wir wissen alle, dass auch im Sozialismus das Leben nur verschönt und verbessert werden kann, wenn wir entsprechende Leistung vollbringen. Und das wird sich widerspiegeln im Leben in euren schönen Dörfer, die sich schon schön gestaltet haben. Aber wir sind überzeugt, wenn ihr die Leistung weiterentwickelt, werden die Dörfer noch schöner werden, wird das Leben noch lebenswerter werden und werdet euch noch wohler fühlen. Darum geht es uns im Sozialismus. Ich wünsche persönlich euch allen gute Schaffenskraft, viel Glück, Gesundheit und dass sich jeder wohlfühlt. Herzlichen Dank. Liebe Genossenschaftsbauern und Arbeiter, werte Gäste, wir danken unseren Genossen Werner Felbe und unseren Genossen Horst Schumann für die ausgesprochene Anerkennung unserer Leistungen und die gegebene Orientierung. Im Auftrage des Kooperationsrates und aller Meeting-Teilnehmer möchte ich Genossen Werner Felbe bitten, der Partei und Staatsführung unserer Republik zu übermitteln. Die Genossenschaftsbauern und Arbeiter der Kooperation Lars werden ihr gegebenes Bauernwort in Ehren einlösen. Damit ist unser Meeting beendet und wir begeben uns zum Festumzug. Unsere Ehrengäste und alle Ausgezeichneten begeben sich an die Spitze des Umzugs. Alle sind gespannt auf den Festumzug, der in 90 Bildern die Entwicklung unserer Landwirtschaft und unseres Lebens demonstrieren wird. Ausschnitte davon wollen wir uns ansehen. Kontinuierlich und stabil hat sich der Kreisbetrieb für Landtechnik als Stützpunkt der Arbeiterklasse auf dem Lande entwickelt. Der Bewässerungsbeschluss wird in der Kooperation Lars mit Hilfe der ZBE Melioration Leisnitz
und des VÖB Meliorationsbau Leipzig verwirklicht. Die Trocknung von Speisekartoffeln, Zwiebeln, Porree, Kopfkohl, Bohnen und Möhren bestimmt das Produktionsprofil der Abteilung DAGEWA der LPG Pflanzenproduktion Fortschritt. Zeugnis der schweren körperlichen Arbeit, mit denen die Kleinbauern und Landarbeiter vor der Befreiung vom Kapitalismus die Arbeit auf fremden Feldern verrichten mussten, sind die im Demonstrationszug mitgeführten Arbeitsgeräte. Für einen Hungerlohn, der zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war, mussten täglich 14 und mehr Stunden geschuftet werden. Zu bestimmen hatte nur der Landadel. Er war Besitzer von Grund und Boden und ließ Mägde und Knechte für sich arbeiten. So wohnte eine Landarbeiterfamilie vor 1945. Typische Transportmittel der Landarbeiter und Bauern, um die Felder zu versorgen und die Ernte einzubringen, sowie Versorgungstransporte für die eigene Familie zu realisieren. Für die Ausgestaltung der Hochzeit der Kinder arbeitete die Familie ein Leben lang. Der Sieg der ruhmreichen Sowjetarmee, die Hauptlast bei der Zerschlagung der braunen Tyrannei trug, war nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution die zweite welthistorische Befreiungstat für die Menschheit. Mit der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus eröffnete sich der Weg zu einer Wende in der deutschen Geschichte. Die damit gegebene Chance hat unser Volk unter Führung der Partei der Arbeiterklasse konsequent genutzt. Der erste Arbeiterpräsident, Genosse Wilhelm Pieck, verkündete am 9. September 1945 in Küritz die Durchführung der demokratischen Bodenreform, wonach die Ländereien der Großgrundbesitzer an landlose und landarme Bauern kostenlos und schuldenfrei übergeben wurden. Mit Unterstützung der Arbeiterklasse und Angehörigen der Roten Armee wurde 1945 die erste Friedensernte eingebracht. Von den gemeinsamen Truschplätzen wurde das erste Getreide dem Staat zur Verfügung gestellt. Zur Stärkung der materiell-technischen Basis der Landwirtschaft lieferte die Sowjetarmee im Gründungsjahr der Republik 1000 Traktoren, 500 LKW und weitere landwirtschaftliche Geräte. Die Maschinenhöfe entwickelten sich zu den Maschinenausleihstationen als Stützpunkte der Arbeiterklasse auf dem Lande. Unser Hauptfeld ist die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dabei widmen wir unser Hauptaugenmerk der weiteren vorrangigen Entwicklung der Pflanzenproduktion, um durch ständig steigende Erträge auf den Feldern die Voraussetzungen für den notwendigen Leistungszuwachs in der Tierproduktion zu schaffen. Zur Produktion der LPG-Pflanzenproduktion des Kreises zählt auch der Anbau von Sonderkulturen. Das sozialpolitische Programm mit seinem Kernstück, dem Wohnungsbauprogramm, ist auch in unserer Kooperation LAS lebendige Wirklichkeit. Mit besonderer Aufmerksamkeit widmen wir uns dem Wohl unserer Kinder.
großen Zuspruch finden bei uns die Zirkel des künstlerischen Volksschaffens, besonders Holz-, Keramik- und Textilzirkel. Wir grüßen die Sportlerinnen und Sportler unseres Territoriums. An der Spitze die Teilnehmer der Osttribüne zum 8. Turn- und Sportfest, die 50er-Gruppe Kaberditz. In den Sektionen Pferdesport, Fußball, Volleyball, Handball, Gymnastik und Turnen wird in den Betriebssportgemeinschaften des Gemeindeverbandes Traktor Schirmenitz, Sportgemeinschaft Lars, Traktor Kaberditz und Traktor Leckwitz aktiv und mit Erfolg Sport betrieben. Wir begrüßen die Sportlerinnen der Sektionen Pferdesport. Technische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden verlangt von den Mitgliedern des ADMV, die in mühevoller Kleinarbeit originalgetreu ihre Veteranentechnik rekonstruieren und Teile dazu selbst fertigen. Wir begrüßen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrer Technik. Es wird jetzt demonstriert, die Entwicklung der Landtechnik bei der Produktion von Getreide. Vorgeführten Aggregate und Maschinen werden auf dem Hof des volkseigenen Gutes Kaberditz aufgestellt und Ingenieure des Kreisbetriebes für Landtechnik Oschatz übernehmen die Erklärung. Unser Festumzug widerspiegelte die erfolgreiche Verwirklichung der marxistisch-leninistischen Agrarpolitik, die mit hoher Einsatzbereitschaft auch durch die Genossenschaftsbauern und Arbeiter unserer Kooperation erfolgreich verwirklicht wird. Sie leisten damit ihren Beitrag bei der weiteren Ausgestaltung unserer entwickelten sozialistischen Gesellschaft und zur Erhaltung des Friedens. Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden. Alles für die Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Thank you.
jetzt zieht es wohl jeden, ob Akteur, Einwohner, Gastgeber oder Gäste, nach Cavertitz, wo ein Bauernmarkt mit Zunftstraße und kulturellen Darbietungen lockt. Anziehungspunkt für tausende Besucher sind auch die Frauen in ihren historischen Trachten, die die Schafwolle zu hübschen und nützlichen Dingen verarbeiten. Der Korbmacher heißt Werner Felfer auf sprichwörtliche Art willkommen. Und ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn man auch mal einen Minister einen Korb geben kann. Wir kriegen das teilweise über die Genossenschaft, aber auch eigene Plantage haben wir. Das ist sehr schön. Wir machen es selber. Über die Forstwirtschaft bestimmt auch. Aber ja, aber der Forst ist so unser ganz guter Freund, muss ich sagen. Weil er nicht so schnell schmeckt. Dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch das zu kaufen. Nicht? Aber das also, ist ein ganz guter mit zwei Rändern. Ja. Also ich habe früher auch Körbe geflochten. Ja. Als Landarbeiter muss man ja seinen Korb alleine flechten. Hier kann man sehen, wie ein Pferd beschlagen wird. Wenn du erst jedes Dorf wieder Schmied hast, dann lernst du. Die Handwerker kommen aus den Dorfschmieden der Umgebung. Auf die Fragen der Gäste berichtet der Schmied, dass dieser selten gewordene Beruf noch gebraucht wird und jeder Meister sich selbst um seinen Nachwuchs kümmert. Obwohl es zu regnen beginnt, wie kann es in diesem Jahr anders sein, lässt sich keiner die Laune verderben. Jung und alt kommt auf seine Kosten. Wie hier kommt es an der Zunftstraße und den Verkaufsständen zu vielen interessanten Gesprächen mit Handwerkern und anderen Produzenten. Stimmungsvoll geht es auch am Abend in der festlich geschmückten Kartoffellagerhalle zu, in der der ereignisreiche Tag ausklingt.